Windows 10, HoloLens, Surface Pro 4, Surface Book. Ist Microsoft plötzlich cooler geworden als Apple? Hier findet ihr die Antwort. Microsoft hat eine Reihe neuer Produkte vorgestellt und damit auch ein bisschen die Branche überrascht, kann man sagen. Ja, es wurden viele neue Sachen gezeigt. HoloLens, ein neues Surface-Modell wurde vorgestellt. Jetzt mal ehrlich, Peter, Microsoft ist doch cooler geworden, oder? Cooler auf jeden Fall als Apple. Cooler als Apple? Ja, das anscheinend. Ist narrisch. Also erstmal, was ist überhaupt cool? Ne? Also ich habe in meinem Studium mit flüssigem Helium gearbeitet. Das ist cool. Apple galt ja bislang in der IT-Szene als der Inbegriff von cool. Mhm. Wäre nicht ganz so cool wie flüssiges Helium. Aber warum soll Microsoft jetzt auf einmal cooler sein? Ja, was ist denn toll an diesem neuen Produkt? Also wenn ich mich erinnere an die früheren Präsentationen von Steve Jobs, Gott hab ihn selig, und deinen Nachfolgern, hier das coole iPhone, vom Design her, vom Gerät her, man muss es haben. Nicht die technische Spezifikation spielt nur eine Rolle, sondern auch das Aussehen der Hardware. Da hat doch Microsoft jetzt ordentlich nachgelegt, finde ich. Also wenn, dann ist Microsoft allenfalls cool im Sinne von Me Too, garantiert nicht cooler. Es war ja kein Zufall, dass Microsoft letzte Woche dann eben auch das berühmte One More Thing am Schluss noch vorgestellt hat. Ein Produkt, was mich durchaus auch überrascht hat, das Surface Book. Aber es ist nichts Neues. Natürlich ist es was Neues. Also es ist eine völlig neue Geräteklasse, die man auch so von Microsoft wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte. Aber das Surface Book ist ein Convertible, also es ist ein Laptop und vollwertiges und kann auch als Tablet benutzt werden. Und das war schon eine Präsentation, die völlig überraschend kam. Also es hat keiner was geahnt. Und vor allen Dingen ist es ein ziemlich hochwertiges Gerät, wo man gleich sieht, es hat keine Konkurrenz. Ja, also hochwertig Gerät. Möchte ich jetzt nicht dementieren. Wir wissen ja auch aus unseren Tests hier im Haus, das Surface Pro ist durchaus ein taugliches Tablet. Ich traue auch Microsoft zu, dass sie ein wirklich taugliches Notebook gebaut haben. Allein die Preise sprechen dafür, dass es eher in der High-End-Klasse der Notebooks angesiedelt sein muss. Ja. Wir werden es in ein paar Wochen im Testcenter haben. Aber merke ich da eine kleine Verärgerung, weil Microsoft auch ein bisschen angespielt hat und gesagt hat, es ist besser als das, was Apple momentan zu bieten hat. Sagen wir mal so, sie wollen sich natürlich an den besten und größten im Markt messen, das ist auch durchaus legitim, aber die Behauptung, dass das jetzt doppelt so schnell sei als das MacBook Pro, das bezieht sich ja aufs Surface Book, oder dass es schneller sei als das MacBook Air, damit war Surface gemeint, das lässt sich vielleicht in der einen oder anderen Situation im Labortest wirklich nachstellen, aber im Real-Life-Test in der Praxis wird man wahrscheinlich gar keine Unterschiede merken. Cool ist auf jeden Fall, dass es ein Gerät ist, dass es sowohl einen integrierten Grafikchip besitzt, als auch eine diskrete Grafikkarte, und durch das Abstöpseln, also steckt in der Tastatur, erhält es halt mehr Leistungsfähigkeit, wenn ich das anstöpsel an die Tastatur. Man ist aber auch flexibel genug und kann es dann auch, wenn man es abstöpselt, als Tablet benutzen. Ich würde es als cool bezeichnen, aber wir müssen natürlich jetzt mal abwarten. 26. Oktober kommt es auf den Markt. Wir werden natürlich versuchen, beziehungsweise wir werden es auch zeitnah testen. Festzustellen bleibt allerdings, ich habe es eben nochmal gecheckt, auf YouTube haben sich über 4 Millionen User schon das Video von Microsoft zu dem Surface Book angeschaut, und das teuerste Modell für 2700 US-Dollar ist auch bereits ausverkauft. Allerdings muss man dazu sagen, man weiß natürlich nicht, in welchen Stückzahlen Microsoft das produziert hat. Auf jeden Fall ist ein hohes Interesse da. Das ist sicherlich auch nicht unbestritten, aber weil eben schon sagt, das Convertible Notebook, wer braucht es? Wenn ich ein Notebook mit Tastatur und hoher Rechenleistung brauche, habe ich ein Notebook. Wenn ich ein Tablet brauche, um abends beispielsweise beim Fernsehen noch irgendwas nachzuschauen oder in der S-Bahn Zeitung zu lesen, dann brauche ich ein Tablet. Wenn ich ein Gerät brauche, wo ich unterwegs mal schnell was nachschauen kann oder telefonieren, machen manche Leute sogar ja noch, dann brauche ich ein iPhone oder von mir ist auch ein anderes Smartphone. Aber ein Gerät im Allen, das halte ich für wenig zielführend. Ich meine, das ist ja auch Microsofts Strategie, was Windows 10 betrifft, ein System für alle Geräte, halte ich für ziemlich einen Humbug. Apple hatte da einen etwas anderen Ansatz, den ich persönlich für besser halte. Diese gespaltene Welt zwischen iOS und macOS. Ja, so gespalten ist die gar nicht mehr, aber die Betriebssysteme sind speziell an ihre Geräte angepasst. Mit iOS 9 ist es sogar schon so, dass Apple auf die Geräte nur die entsprechenden Auflösungen der Apps laden lässt, die dort auch wirklich gebraucht werden. Microsoft installiert dann wieder alles auf ein Gerät drauf und dann habe ich ein nominell 256 GB hat das kleine Surface Book, glaube ich.
Ja, wenn da alles dann drauf ist, was man braucht im Leben im Microsoft-Universum, dann habe ich plötzlich nur noch 220, 230. Genau, schon ich übertreibe ein bisschen, schon, ja klar. Sind aber, schon mehr, ja. Das ist sicherlich der Hauptunterschied. Also wenn ich ein Tablet benutze, brauche ich kein voll funktionsfähiges Windows. Ja gut, da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Man kann auch sagen, ich brauche ein Gerät, um damit zu spielen, um damit schnell im Internet zu surfen und alle Arbeiten zu erledigen. Ich möchte nicht viele Geräte haben, sondern nur noch ein Gerät. Aber okay, lassen wir uns jetzt nicht mal auf die Diskussion über die einzelnen Produkte an. Kommen wir auf die Gesamtheit an. Also man muss sagen, dass Satya Nadella Microsoft gut getan hat. Also die eineinhalb Jahre, die er jetzt an der Macht ist, sieht man, dass sich Microsoft durchaus gewandelt hat und er ist auf jeden Fall, hat er Microsoft in eine neue Richtung gebracht, die das Unternehmen offener machen für neue Technologien und auch auf das zu hören, was die User letztendlich wollen, oder nicht? Ja, vor allen Dingen hat er natürlich im Konzern massiv umgebaut und aufgeräumt. Fragt die 10.000 ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter, vor allen Dingen aus der Handysparte von Nokia übernommen, die sich jetzt einen neuen Job suchen. Aber klar, wenn man jetzt mal Satya Nadella vergleicht mit Steve Ballmer, der versucht, cool zu sein, bei dem diese Coolness-Versuche mehr als aufgesetzt wirkten, ist Satya Nadella sicherlich der interessantere und innovativere, charismatischere Manager. Ja, unter den Vorgängern war es ja eher so, dass man gesagt hat, die Nutzer sollen die Microsoft-Produkte nutzen und nur die Microsoft-Produkte nutzen und man zieht die ganzen Nutzer zu sich. Und Satya Nadella fährt ja schon eine offenere Strategie und sagt, wir wollen die Nutzer dort abholen von dem Gerät, wo sie eh schon sind. Also man muss auch sagen, es gibt Word und Excel und alle anderen Applikationen nicht nur für Windows, es gibt sie mittlerweile auch für das iPad, für das iPhone und natürlich für das Android-Gerät, da kann Apple irgendwie nicht mithalten. Nicht ganz. Also auf der einen Seite gesteht natürlich Satya Nadella ein, dass es das iPhone gibt und das iPad. Und natürlich entwickelt Microsoft Software für diese Plattformen auch mit, logisch. Apple kam ja bislang, was Desktop-PCs betrifft, Plattform aus der Underdog-Perspektive und hat natürlich erstmal für das eigene Universum entwickelt. Aber auch da tut sich jetzt was bei Apple. Dieser Tage im Herbst hat es geheißen, wird die erste Android-App von Apple erscheinen. Oh Wunder. Mit Apple Music. Es ist auch so, dass die Office-Alternativen von Apple, die Programme Pages, Keynote und Numbers, eben auch über den Browser zumindest schon längst für Windows verfügbar sind. Also auch Apple bedient durchaus den Multiplattform-Gedanken. Aber auch Safari gab es für Windows, aber wir nutzen ehrlich gesagt Safari. Also. Ja, mittlerweile auf dem Mac auch nicht mehr so. Ja, eben, also deshalb, ja gut. Aber es bleibt doch schon festzustellen, dass, hast du wenigstens die Veranstaltung angeschaut? Teilweise, ja. Also die Highlights auf alle Fälle. Ich fand sie auf jeden Fall spannender, auch von der Präsentation und von der Dramaturgie her, als alles andere, was ich jetzt in den vergangenen Monaten gesehen habe. Also das Apple-Event fand ich ehrlich gesagt ein bisschen dröge. Ja, neues iPhone, das iPhone 6S und es war jetzt nicht diese Innovation, die man erwartet hätte vielleicht von einem Gerät, das völlig neu ist und ein paar neue Techniken mal hat. Da fand ich jetzt das Microsoft-Event, dass man schon auch ein bisschen auf die Pauke gehauen hat und gesagt hat, schau mal, was wir alles haben. Weil Microsoft was wirklich Neues zeigen konnte, also für Microsoft was Neues. Apple hat durchaus erwartete Dinge gezeigt. Ich meine, Gerüchte zum iPad Pro gab es ja schon seit fast einem Jahr, dass Apple TV mal ordentlich überarbeitet werden würde, auch klar. Und dass auf das iPhone 6 und 6S folgen würde, das wussten wir schon letztes Jahr. Natürlich war die Apple-Veranstaltung im September vorhersagbar im gewissen Rahmen. Und die von Microsoft war es weniger, aber deswegen jetzt abzuleiten, Microsoft sei einfach mal cooler als Apple, bloß weil Microsoft eben erstens Apple kopiert, was die Darstellung und die Präsentation betrifft. Okay. Und zweitens natürlich Dinge tut, die das Unternehmen bislang nicht getan hat, finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt. Also wenn jetzt Apple plötzlich, was weiß ich, ein Auto vorstellen würde, dann würden auch alle sagen, hey, Apple ist wieder super cool und innovativ. Aber gut, ist auch dann nur eben, weil eben unerwartetes Produkt kommt. Also was auf jeden Fall neu war jetzt bei Microsoft bei dieser Präsentation, früher hat man gesagt, oh, wir haben jetzt Windows 10, ein neues Betriebssystem und hat dann Geräte von den ganzen Partnern vorgestellt. Da war eher die Partner im Mittelpunkt, da hat man ein neues Notebook vorgestellt von HP und wie sie alle heißen, Dell. Und diesmal waren das nicht nur die Softwarelösungen alle von Microsoft, sondern auch die dazugehörigen Hardwarelösungen waren eigentlich auch alle von Microsoft. Das ist eigentlich auch eher ungewohnt gewesen. Das zeigt auch diese Richtung, wo Microsoft letztendlich auch hingeht. Ein Anbieter von
allem, was es gibt, sowohl Hardware als auch Software. Und das ist natürlich die Strategie, die Apple schon seit einiger Zeit fährt. Eben, und man kann Microsoft da auch nur alles Gute wünschen. Ich denke zum Beispiel an meinen vollkommen missglückten Multimedia-Player Zoom. Wie lange hat es denn gegeben? Ein Jahr lang, da wurde eingestellt, gab es nur in den USA. Noch kurzlebiger waren die ersten Smartphones von Microsoft, das Kin One und Kin Two. Glaube ich, 2 Wochen waren die am Markt, dann hat es Microsoft zurückgezogen. Ja, wer die letzten Staffeln von Two and a Half Men gesehen hat, der weiß, wer die einzige Person ist, die reich geworden ist an Zoom. Ja, natürlich. Also gut, das Surface scheint wirklich gekommen zu sein, um zu bleiben. Das Surface Book ist durchaus auch ein Gerät, was ich im High-End präsentieren kann. Nur man sieht ja, wo die anderen Hersteller mittlerweile sind. Der einzig nennenswerte Windows-Notebook-Hersteller ist Lenovo. HP verschwindet auch allmählich. Dell wehrt sich gegen seine Marginalisierung durch eine milliardenteure Übernahme von EMC. Möglicherweise haben wir in ein paar Jahren auch diesen Dualismus, zumindest im High-End-Notebook-Bereich, Apple-Hardware gegen Microsoft-Hardware. Ich habe nichts dagegen. Der Gegner von Microsofts Notebook ist sicherlich auch nicht das MacBook, sondern ist das iPad, nach wie vor. Auch deswegen hat Microsoft auch das Surface 4 gegen das iPad Pro gestellt. Apple hat noch Schwierigkeiten, sich im Unternehmensbereich zu positionieren. Deswegen, ja, bei allem, was mit Produktivität zu tun hat, oder? Das iPad ist ja jetzt nicht gerade wenn ich produktiv arbeiten möchte. Ja, also wenn du Excel-Tabellen am ganzen Tag hackst, dann ist das iPad nicht dafür geeignet. Aber frag mal Designer, Architekten, andere Kreative, die würden niemals auf einem Microsoft-Gerät und niemals unter Windows arbeiten. Ja, aber dann ist das eine Glaubensfrage und keine... Nein, ich glaube, es ist durchaus zielgruppenorientiert. Also Apple hat sehr wohl schon immer Produktivgeräte gemacht, aber eben für eine andere Zielgruppe als die Zielgruppe, die Microsoft angesprochen hat. Natürlich ist die Microsoft-Zielgruppe viel größer als die von Apple. Aber das iPad ist kein produktives Arbeitsgerät. Das iPad Pro, denke ich, wird sich das als produktives Arbeitsgerät in Unternehmen auch durchsetzen. Und da tritt das iPad Pro eben gegen das Surface Pro 4 an und auch das Surface Book. Aber das war ja lange Kritik an dem iPad, dass man immer gesagt hat, das iPad ist ein Unterhaltungsgerät. Das hat Apple ja auch selber gesagt. Das ist ja eher etwas zum Konsumieren. Und das ändert sich jetzt. Und das ändert sich. Da hat Apple lange Zeit gesagt, nö, wir brauchen nichts anderes. Und jetzt plötzlich ist man doch wieder schlauer geworden. Was heißt schlauer geworden? Das iPad hat in den letzten Jahren einen leichten Rückgang von Verkaufszahlen erleben müssen. Also Apple muss da was tun, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Und im Unternehmensbereich ist noch sehr viel Platz zu wachsen. Natürlich ist es ein bisschen uncool, über IBM an mittelgroße und sehr große Firmen Geräte zu verkaufen, auf denen die Kreativen am Schluss im Endeffekt dann ohnehin nur in Word und Excel arbeiten. Das ist sehr uncool, aber deswegen ist Microsoft nicht cooler geworden als Apple. No way. Ein Produkt, wo allerdings mal Apple nicht zu bieten hat, und da wirst du mir zustimmen, HoloLens. Also ich war beeindruckt von der Demo von HoloLens. Ich habe es ja selber schon mal ausprobieren können, um das nochmal zu erwähnen. Also ich bin immer wieder beeindruckt und jetzt die neue Demo, die sie gezeigt haben, da hat Apple nichts Vergleichbares. Ja, aber Apple sieht darin keinen Markt und ich persönlich sehe da auch keinen Markt. Du glaubst nicht, dass sie irgendwann mal auch in dieses Augmented Reality, virtuelle Realität irgendwann mal auch so einschwenken werden, wie alle anderen, Google, Facebook und Co. sind ja auch schon eingeschwenkt. Ich meine, das ist ja die Zukunft. Nichts, also. Nicht mit einer Brille. Also ich glaube, komm, plauder mal. Was ja, weißt du? Also was mit dem Cook gestern verraten hat in unserem vertraulichen Gespräch. Nein, in die Augenlinse implantiert alles. Nein, also Apple hat auch schon klar vor gut 2 Jahren gesagt, ein Konzept wie Google Glass, gab es ja damals auch HoloLens, haben sie überhaupt nicht auf dem Schirm, in diese Richtung entwickeln sie überhaupt nicht. Sie finden andere Wearable-Techniken interessant. Da haben sie die erste Andeutung gemacht für die Apple Watch. Woran Apple angeblich jetzt arbeitet mit einem massiven Aufbau einer neuen Abteilung, ist eben an dem selbstfahrenden Apple Car. Da spielt das Thema Augmented Reality sicherlich deutlich mehr eine Rolle als mit einer Brille, die ich im Alltag trage. Aber wenn ich mit dem Auto fahre, auf die Fahrbahn achten muss oder auch nicht, wenn es wirklich vollkommen autonom fährt, dann brauche ich durchaus Informationen eingeblendet, wo ich gerade bin, wo ich hin will, wo der nächste Stau ist. In Richtung Virtual Reality liegt die Zukunft nicht in der Brille mit Kamera und Projektor, sondern die liegt eher in wesentlich größeren Projektionsflächen, zum Beispiel in der Fahrzeugwindschutzscheibe. Aber das ist ja ein Gebiet, wo alle tätig sind. Das ist ja jetzt nicht nur, wo Apple tätig ist, also was Autos angeht. Vielleicht lässt Apple einfach nur einen Zwischenschritt der Brille aus. Sie brauchen keine Brille. Also ich als Brillenträger würde auch wirklich leise weinen, wenn Apple eine Brille herausbringen würde, die es eben nicht in meiner Dioptrienstärke gibt. Das ist, glaube ich, nämlich auch noch ein sehr großes Problem, dass so eine Brille individuell anzupassen, ist extrem schwierig und
aus diesem Geschäft wird sich Apple so lange raushalten, bis nicht da jemand wirklich einen Stein der Weisen gefunden hat. Um uns jetzt mal zu einigen, bleibt aber festzuhalten, Konkurrenz schadet ja nicht, oder? Es ist ja auch ganz gut, definitiv dass nicht. Ein Unternehmen, das vielleicht so ein bisschen in der Schieflage war, sich gefangen hat. Damit spiele ich auch die Vergangenheit von Apple an. Das liegt schon ein bisschen länger zurück. Microsoft war ja auch in so einer ähnlichen Phase mit Windows 8, das ja nicht so toll lief und negative Publicity hat. Und da hat man jetzt auch anscheinend die Kurve doch richtig gekratzt. Und es macht ja auch eher Spaß, zwei, die sich kämpfen, zu beobachten, als ja ein der oben steht und einen, der da drunter. Also konkurrenzbelebtes Geschäft, eben. Definitiv. Das ist auch gut so. Ja, in diesem Sinne, was haltet ihr von der Diskussion? Wen findet ihr cooler? Microsoft, Apple oder Google, Facebook oder Co.? Wie steht ihr zu diesem Thema? Schreibt es einfach in die Kommentare.